Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen werde, aber herzlich willkommen zum Fußballmanager 13 mit dem Datenbank-Update vom FM-Zocker, vom der 22er-23er Version. Es geht also los, hier wieder mal EA-Manager, für die, die ich noch nicht kenne. Mein Name ist Dennis und ab und zu geht's auch auf Twitch rund mit dem Sega-Manager. Da unbedingt mal vorbeischauen, aber die Highlights oder die Videos werde ich höchstwahrscheinlich hier auf dem Kanal auch mit hochladen, so dass ihr den Stream dann auch nochmal verfolgen könnt. Ja, welche Mannschaft nehmen wir? Das wird jetzt alles geklärt. Und natürlich auch, wie sieht die Saisonvorbereitung aus? Wo gehen wir hin ins Trainingslager? Sind die Mitarbeiter in Ordnung? Und ihr habt natürlich auch Möglichkeit, euch einen Jugendspieler zu sichern. Schreibt einfach unten in die Kommentare rein, wie euer Jugendspieler heißen soll, welche Position am besten er spielen soll. Und dann werde ich zusehen, dass im Laufe des Let's Plays ihr auch einen vernünftigen, ja, das möchte ich dazu sagen, einen vernünftigen Jugendspieler bekommt. So, dann fangen wir mal an. Gehen in ein neues Spiel rein und man muss wirklich sagen, also riesen Dank an den Leuten von FM Zocker, die jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren Jahr für Jahr ein Datenbank-Update rausbringen, ja, komplett mit neu generierten Spielern, komplett neuen Grafiken und was weiß ich noch alles und dafür wirklich riesen Dank, dass ihr dieses Spiel am Leben haltet und ja, und findet nicht genug Lobworte dafür. So, wir sehen es hier. Datenbank-Update. Christian Streich ist auf dem Cover. Und nee, da, also zu dem Verein wird es nicht gehen. So, wir werden Argentinien ausfliegen, Belgien, Brasilien. Wir werden jetzt nicht zu viele machen. Ich will jetzt nicht das Thema überlasten. Auch früher habe ich so gut wie jede Liga ausgewählt, aber seien wir ehrlich, da sind so ein paar Ligen, die, ja, dürften uns eventuell in der Liga, wo wir starten, nicht so wirklich interessieren. Welche Mannschaft es wird, werdet ihr gleich sehen. Ich sage schon mal vorab, es geht in die Regionalliga West. Obwohl, wenn ihr das Thumbnail seht, dann wisst ihr ja sowieso, wo es hingeht. So, den Manager wählen wir hier aus. Dann gehen wir hier noch auf Bearbeiten. So, das passt. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Mit Privatleben oder ohne, weiß ich nicht. Komplett ohne. Werden wir nicht machen. Wie kann ich denn? So. Und dann wählen wir den Verein. Es geht, wie gesagt, in die Regionalliga West. Und zu einem Verein, wirklich, ja, was mich schon lange gereizt hat, da ein Projekt zu starten. Und Verein habe ich, glaube ich, vor über einem halben Jahr schon fixiert, welchen ich nehme. Es ist nämlich die SG Wattenscheid 09. Da werden wir also hingehen. Und ich werde natürlich probieren, nicht nur die Finanzen zu sanieren, sage ich mal, bei Wattenscheid, sondern auch wirklich Wattenscheid wieder ein paar Ligen höher zu bekommen. Ob uns das gelingen wird, werden wir sehen. Wir spielen natürlich auch mit Entlassung und aber ohne Nationalmannschaft. Und dann schauen wir uns das Ganze doch einfach gleich mal in Ruhe an. Kader, wie gesagt, dann planen wir noch, wo die Testspiele sind, wo es hingeht. Sponsoren, ja, das ist ja alles so ein bisschen das, was so im Sega-Manager so ein bisschen fehlt. Dieses Ganze noch drumherum. Sega-Manager ist ein bisschen mehr auf, ja, Statistik aus und hier ist wirklich nochmal drumherum Eintrittskarten, Sponsoren und Bandenwerbung und was weiß ich alles. Und das wäre natürlich genial, wenn es wirklich so eine Mischung aus beiden Projekten geben würde. So, ha, geil. Alles geben. Sagen die, wir sind also mit Gehältern schon im Miese, das fängt ja gut an. Alles geben, also steht Wattenscheid nicht gerade gut dann da. Ja gut, wir werden aber auf Nicht-Abstieg gehen. Das ist mein Ziel, weil wenn wir absteigen, dann bin ich so oder so weg. Dann werden die mich eh entlassen. So, Tipps ausblenden. Ich habe dieses Spiel jetzt lange Zeit nicht mehr gezockt. Ja, ich weiß jetzt teilweise gar nicht mehr vielleicht, was ich jetzt als erstes und zuletzt mache. Tja, der erste Tag
bei der SG Wattenscheid 09. Also da seht mir das ein bisschen nach, wenn ich jetzt wieder ein bisschen brauche, um mich hier in die Spiele reinzuholen. Okay, da wird mir schon... Also, bevor wir uns den Kader angucken, kümmern wir uns um Sponsoring. So, Sponsoren anwerben, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Pirelli? 7 Jahre. Da können wir ein bisschen abrücken, ne? Von den ganzen, ey, schon gar keine Ahnung mehr, wie das geht hier. Ja, die müssen, also... Wenigstens auf... Mal ein bisschen hochkommen doch. Jetzt aber auch ein bisschen noch entgegenkommen. Wie die 60.000, Mensch. Scheiße. Ah, ja gut. Okay, also Pirelli ist es geworden, die Namensrechte, da müssen wir natürlich auch noch gucken, Sponsoren. Pyramide, da ist auch noch nicht so weiter, Bandenwerbung, Wiesenhof. Baramundi und Mann. Ach so, das sind die, die wir... Okay, ja, gut, das sind die, die wir schon bereits haben. Gut, dann gehen wir als nächstes weiter in Richtung Kalender. Wir sehen auch hier, wir haben gar nicht viel Vorbereitungszeit. Das macht natürlich das Ganze jetzt ein bisschen knackiger. So, planen wir jetzt mal hier schon mal... Wie war denn das alles, die Saisoneröffnung? Geist, gehen wir da einmal essen. Gehen noch mal in den Vergnügungspark. Hier würde ich dann gerne Trainingslager fahren. Ich glaube, ich bin immer in die Türkei gefahren. Mal gucken, was es hier noch so alles gibt. So, wo sind wir denn immer hingefahren früher? Weil früher hatte ich ja noch einen alten Kanal, den habe ich aus lauter Dämmheit gelöscht. Da gab es mit Meppen, Dresden und Aachen Let's Play. Zwischenzeitlich auch mal kurz andere Sachen noch. Gott, wo sollen wir denn hingehen? Auch irgendwas Ausgeglichenes. Wir hier hingehen? Nächste Bar. Naja, komm. Machen wir einfach mal. Dann fahren wir dahin. Können wir eigentlich, konnte man da auch noch Freundschaftsspiele? Ja, komm, wir machen. Gut, dann würde ich hier gerne eins anvisieren, falls es die Möglichkeit gibt. Ja, das sind natürlich Gegner. Da nochmal. Wird natürlich knackig. Also nur 2 Vorbereitungsspiele. Warte mal, wenn wir hier vielleicht nochmal eins machen. Zwar gegen einen schwächeren Gegner. Vielleicht tatsächlich gegen den schwächsten, den wir haben. Oh, das ist unsere Jugend. Niederwengern. Nee, das hier. Wie heißen die? Nieder? Niedigern. Komm, nehmen wir aber den Rater SV. Machen wir auf dem Nebenplatz. So, dann haben wir das schon mal. Ab der nächsten Saison sage ich jetzt schon mal gleich vorab, da könnt ihr dann auch, sage ich mal, Transfervorschläge und sowas reinpacken. Das werde ich jetzt hier in der ersten Saison nicht machen, weil ich jetzt wahrscheinlich gleich einen Schwung, sage ich mal, aufnehmen werde für die Woche.
Und deswegen gehe ich mal von aus, dass dann die ersten Spiele schon gespielt sein werden. Oh, der Kader ist nicht gerade klein. Also das muss man jetzt mal wirklich sagen. So. Wir werden ausgeglichen agieren. Dann will ich hohen Einsatz haben. Wir spielen auf Konter. Pressing überall. Das Spiel machen wir so. Auch noch mal ein paar Prozente hoch. Hier auch. Eine zusätzliche Siegesprämie werde ich jetzt hier nicht machen, weil dann, ja, dann sind wir komplett dann hinüber. Habe ich denn damals die Laufwege immer gemacht? Die Laufwege sind eigentlich okay. Den ziehen wir noch ein bisschen mit nach zurück. Der kann meinetwegen bis dahin gehen. Der geht auch noch mal ein bisschen zurück. Da gehen, der geht bitte dahin. Dahin. Ansonsten geht's doch eigentlich. Der könnte vielleicht, sagen wir mal, bis hierhin. Warte mal, das ist eigentlich überhaupt eine komische Aufstellung. Wieso denn mit? Vielleicht so. Gut, da müsste man gucken. Torwart könnte nochmal interessant werden. Linksverteidiger könnte interessant werden. Rechtsverteidiger. Weiß aber gar nicht, haben gar nicht die Kohle dazu, ne? Uff. Ach du Kacke. Ja gut, ich glaube, das hat sich so eben gerade erledigt mit Gehältern und Transfers. Da wird ja nicht mal, da werden ja nicht mehr Vereinslose. Werden wir nicht mal Vereinslose bekommen. Naja, guckt euch das an, was hier für Spieler vereinslos sind. Also wirklich, da kriege ich ja auf die Flattern. Ja, alles nicht attraktiv genug. Das dachte ich mir leider alles schon. Oh, Scheiße, hat der nicht die Karriere beendet? An. Wenn wir jetzt gestandener Drittligist oder so, wären hier wahrscheinlich die Spieler richtig interessant. So, warte mal, was haben wir gehabt an Stärken so im Durchschnitt? Ja, wir müssen schon Verstärkung suchen. Also sagen wir mal, so den Bereich. Ja, die. Achso, ja, stimmt ja. Hier stehen wir, sehen wir ja rechts alles. Ob. Erwin Hoffer. War schon 35, aber ach du Scheiße. Du Scheiße. Oh. Soriano.
die Alter eingeben und noch ein bisschen runtergehen. Aber gar keinen mehr. Geil. Daniel Sturridge, ja klar, natürlich. Als ob. Jetzt mal ohne Witz. Als ob ein ehemaliger Liverpool-Spieler in die vierte Liga wechseln würde. Das können wir auch eh gar nicht ansprechen. Probier's zwar auch wie immer wieder, aber. Nur ein Spieler dabei. Alper Potok. Schwierig, sprachgebunden. Ja, schon wieder. Schon wieder Mist, aber das Gehaltsbudget ist auch so drüber. Ich weiß gar nicht, ob wir dann Angebot überhaupt machen können. Liga-Manager geht das ja nicht. Also da muss ich mir wirklich mal Gedanken machen. Das wird hart lustig. Alles verletzungsanfällig, das ist doch Mist. Der wäre natürlich perfekt. Würde uns noch mal ein bisschen Flexibilität geben. Ja, da geht's schon wieder los. Ja, gar nicht, wie viel verdienen die anderen eigentlich? Konnte man das denn hier noch mal sehen? Verträge? Moment, laufen die alle aus? Du ahnst es ja nicht. Wir haben 4 gültige Verträge für die kommende Saison. Und sonst läuft alles aus. Gut, zweite Mannschaft besitzen wir gar nicht. Auch nicht schlecht. Hier werden wir jetzt aber, hier werde ich wieder durchfegen. Sag ich mal, da werden wir jetzt etliche nach Hause schicken. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einen gewissen Anspruch, den ich mit Wattenscheid erreichen möchte. Und, kommt euch ja quasi dann auch nur zugute, dass dann bessere Jugendspieler nachrücken, je höher man den Schnitt hat. Das könnte ja dann für euch interessant werden. Weiß ich auch gar nicht, ob ich den hier... Könnte ich den umbinden überhaupt? Ah, gut. Generiert. So. Das ist der einzige, den wir jetzt behalten und ja, der ist 42, ne? Ich glaube, das wäre der einzige, der hier wirklich Entwicklungspotenzial hat. Also hier, wir haben einen Haufen Innenverteidiger. Wir den sogar vielleicht verkaufen. Wir haben ja noch 2 andere Linksverteidiger. Ich glaube auch von der Altersstruktur ist wirklich die Mannschaft in Ordnung. Bloß der sticht hier raus. 6.000 Gehalt. Würde ich für, ja, warten, dass hier noch mal viele anbieten geht auch, ne? Na gut, packen wir den erstmal nur auf die Transferliste. Also das wird, ja, das wird hart werden.
Das wird mehr als hart. Aber nichts ist unmöglich. Aber ich würde jetzt trotzdem gern mal ihren Blick mal verschaffen. Beispielsweise bei Aachen und sowas aussieht. Uff. Also. Aber warum sind denn die Gehälter so krass? Einsechziger haben wir. Gut, aber die sind alle entwicklungsfähig, aber die müssen wir auch erstmal so hinbekommen. Das wird das große Problem. Den können wir, glaube ich, auch hier verkaufen. Was ich kann. Können wir gar nicht verkaufen. Oh. Training. Achso, die Mitarbeiter. Mensch, das ist ja nochmal wichtig. Das ist ja auch nochmal wichtig. So, aber. Den Zügel können wir nicht machen. Trainingsgruppen. Das ist wichtig. So, also, wir machen es wie folgt. Ich übernehme die Mittelfeld. Okay. Das hat sich jetzt wieder ausgegruppiert. Hier kann ich hier keinen rüberschieben. Eigentlich haben wir da nicht genug Trainingsplätze. Jugendtrainer in Ordnung, ja, kann man mitarbeiten. Generell geht das eigentlich klar. U-Trainer könnte man theoretisch vielleicht was machen. Da bin ich ja ein bisschen größenwahnsinnig gerne. Vielleicht gibt es ja da irgendwas. Scheint nicht. Okay, das heißt, ich könnte schmeißen den jetzt hier mal raus oder wir schmeißen mal beide raus. Dann suchen wir uns gleich zwei Co-Trainer. Auch wenn die vielleicht ein bisschen schlechter sind, haben die eine bessere Geil. Also, wir gehen ohne Co-Trainer rein. Ist jetzt richtig gut gelaufen. Alter, sowas Dämliches. Ich habe nicht dran gedacht, dass das ja auch mit der Mitarbeitergehalt zählt. Das ist doch scheiße. Wie kriege ich denn jetzt... Warte mal, wie kriegen wir denn... Man konnte ja hier verschieben, aber kannst ja gar nichts machen. Jetzt wenn wir hier an Reserven gehen, bringt ja nichts. Kredite. Komm, machen wir einfach. Bin ich ehrlich gesagt eigentlich nicht dafür.
vielleicht können wir, ich weiß gar nicht, kann man da nach und nach, kann man abzahlen, ne? Oder wäre das auf einen Schlag? Egal. Hauptsache, wir sind jetzt erstmal handlungsfähig. Wir wollen ja, wie gesagt, den Verein sanieren und manchmal muss man da zuerst mal ein bisschen jetzt mehr machen, als ne, man vielleicht unbedingt möchte. So, hätte ich jetzt gerne hier als Co-Trainer. Und dich. Oder nehmen wir einen anderen. Nehmen wir den hier. Dann könnten wir theoretisch auch den Torwarttrainer nochmal ändern. Da habe ich doch auch schon was gesehen. Dann nehmen wir den hier. Ändern wir auch den Fitnesstrainer. Ist da theoretisch. Das sieht jetzt nicht danach aus, ne? 52 hätte der. Na gut, komm, ist nicht jetzt. Bisschen zumindest besser. Von der Talentstärke her. Dann könnten wir theoretisch doch nochmal was auf dem Transfermarkt machen. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall zum nächsten Part überlegen. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen des ersten Parts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Und natürlich auch Abo drücken, Glocke aktivieren, damit ihr keine zukünftigen Parts verpasst. Und wie gesagt, die Sega-Streams, die auf Twitch laufen, ab und zu, die werde ich auch hier dann hochladen, dass ihr die Möglichkeit habt, euch das Ganze auch anzuschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und ciao.